Okay, Leute, moin. Ich bin mega aufgeregt. Wir gehen jetzt nämlich mit Automonster in die nächste Phase. Es gibt ein neues Projekt, das ich euch jetzt gerne vorstellen möchte. Ein Projekt, das im November losgehen wird, nach der großen Afrika-Reise. Ich sitze schon drin und ich zeige euch jetzt, was das eigentlich ist und was wir damit vorhaben. Und los geht's, seid gespannt. Das ist ein nagelneuer Volkswagen Bulli T6.1, ein 4Motion Allrad, sogar mit Differentialsperre. Das wird der Monster Bulli und das wird das zweite Auto in unserem Monster-Fuhrpark. Und was wir daraus machen wollen, das erzähle ich euch jetzt. Das Ding wird natürlich komplett ausgebaut zum Bett und ich will auch hier drin arbeiten. Und wie wir das machen, ehrlich gesagt, ich habe noch gar keine Ahnung. Und deswegen freue ich mich wahnsinnig drüber, wenn ihr mir Tipps und Tricks schickt, was ihr gemacht habt, was ihr machen würdet hier im Monster Bulli. Und natürlich auch, wenn es Partner gibt, die Interesse an diesem Projekt haben, zum Beispiel einen Mückenschutz, schreibt mir einfach über Instagram oder über meine Seite und dann lasst uns mal gucken, dass wir hier wirklich einen richtig, richtig geilen Monster Bulli draus machen. Wir freuen uns sehr. Das Projekt startet im November. Das Auto hat drei ziemlich coole Details schon ab Werk. Das ist einmal eine abnehmbare Anhängerkupplung, es hat ein Doppelbatteriesystem. Und hat auch schon eine Standheizung von Webasto. Von daher brauchen wir da nicht ganz so viel tun, werden das natürlich alles optimieren, aber es ist schon mal so ab Werk sehr, sehr gut ausgestattet. Und nein, der Wagen bekommt kein Aufstelldach, sondern der bekommt einen tollen Dachträger, weil ich das Fahrzeug auch dafür nutzen möchte, um Dachträger zu testen, Dachzelte zu testen, Markisen, alles Mögliche, was man so oben aufs Dach dran und festschneiden kann. Und deswegen bleibt er so, er bekommt kein Aufstelldach. Also zumindest noch nicht gleich. Wo ich diesen Bulli gekauft habe, da gibt es übrigens noch 50 weitere. Falls ihr Interesse habt, meldet euch sehr gerne bei mir. Das verrate ich aber nur Family and Friends. 50 nagelneue Bullis warten auf euch, sowohl Allrad als auch mit Aufstelldach. Die stehen in Deutschland und freuen sich darauf, wenn sie eine neue Familie finden. Ruft mich an.